Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. Oh, was? Legendary Edition nicht. Oh, no. Ja, es klappt immer noch nicht, was ich hier will. Finde ich ganz praktisch, ganz toll. Mal gucken. Sie kann ich nur beklauen. Das ist das Problem. Warten wir auf 24 Stunden. Dann bin ich zwar tot. Ach nee, bin ich ja nicht. Todmüde, todwach, hungrig, toddurstig. Ist ja nicht mehr mit als Vampir. Aber ich dürfte dann wieder eine Kraft haben, ne? Ja, ich weiß, die nehmen zu. Ich könnte auch ein Nickerchen vertragen, ich weiß. Ihr wollt nicht hier sein. Das will niemand. Sie kann ich aber immer noch nicht, falsch. Nee, das war ein Fehler. Ihr habt doch nicht vor, damit etwas zu verbrennen. Hilfe! So. Hilfe! Und jetzt. Ja. Geht es immer noch nicht. Ihr tut mir nicht weh. Nicht schon wieder. Alter. Was denkt ihr, was ihr da macht? Warum geht das nicht? Hat dich bereits geschnappt? Ja, ich will sie ja auch nicht beklauen. Alter. Was ist denn falsch gelaufen? Ich kenne hier keinen. Oh. Oh. Das war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ihr habt doch nicht vor, damit etwas. Die macht auch nichts, ne, wenn man sie angreift. Was denkt ihr, was ihr. Kannst du mich mal angreifen? Nein! Ich glaube, die Frau ist einfach verbuggt, kann das sein? Reset. 000D6702. Geht das? Ja, geht natürlich nicht. Disable. Enable. Ja. Ich kenne hier keinen, der nicht an Rüttelfieber. Hm? Ja. Gar nichts, ne? Hilfe! Ich werde angegriffen! Alter. Tut mir nicht weh. Die Backe, Quest ist verbuggt. Kann man mir sagen, was man will. Das funktioniert nicht. Ja. Das ist ja mal super. Ich kann sie nur beklauen. Ist das Problem. Ihr habt Fragen? Ich kenne hier keinen, der nicht an Rüttelfieber oder Ataxie. Ja, das ist jetzt natürlich scheiße. Ja, was tun wir denn jetzt? Ich guck das mal gerade bei Google nach, ne?
Ja, die sagen, beschweren sich da alle drüber, niemand gibt eine Lösung. Ist immer sowas, sind ganz tolle Menschen. Die kann man echt, die kann man wegschmeißen, solche Menschen, weil die sind zu nichts zu gebrauchen. Ganz ehrlich, das sage ich so. Resurrect 1. Was? Was ist das? Ah ja, ganz viel gebracht. Ja, wow. Wuhu. Das ist ja super. Ihr braucht etwas? Das bringt's nicht. Was? Ja, Set Stage 100, ne, sage ich nur. Welche ID war das nochmal? Das ist gerade ehrlich unnötig. Wirklich richtig unnötig, dass, ja. Targeted Grisexane, remove to player, set angel. Get stage. Set stage. Quest ID stage. Okay. DLC 1 RV07. Ist das gut? Ja. Wunderbar. Da. Was kannst du das? Almosen. Ich sagte Almosen. Bringt dann auch nichts. Sich daran den Kopf kaputt zu hauen, weil. Ist einfach kaputt. Die Quest. Kannst du nichts machen. Da machst du nichts. Das geht mir voll auf den Strich. Gegen den Strich natürlich. Unerbitterliche Macht, ätherische Gestalt. Wo soll ich jetzt zurückkehren? Da. Nach Burg Vulkihar. Eieieiei. Ich frag mich, wann wir endlich mal hier fertig sind, dass wir da mal wieder zum Werwolf werden können. Die Begierde danach ist groß. Ich hasse es, Vampir zu sein. Dann bringt mir die Mods Realistic Needs in die sie ist nämlich auch nix. Die hat die einfach außer Kraft gesetzt.
ja hier auch nicht weiter. Wunden schließen. Ich bin nichts als Ihr untertänigster Diener, mein Herr. Hier habe ich alles, was ich brauche. Kannst ja für mich Let's Plays aufnehmen. 30 Frames. Wirklich? Das Leben hier ist besser als an allen anderen Orten in Himmelsrand. Kairin wurde in die Familie aufgenommen. Sehr gut. Wenn ihr sie erneut besucht, werdet ihr vermutlich feststellen, dass unsere neue Schwester ihre Verwandlung zu schätzen weiß. Wie kann ich helfen? Sprecht mit Garan Mareti. Er hat etwas für euch. Also gut. Okay. Wo ist Garan Mareti? Oh. Ist der nicht hier? Mareti. Ja, nun, das ist natürlich eher scheiße. Wenn er da nicht markiert ist. Ich bin dem Fürsten der Burg treu ergeben. Und nur ihm allein. Also irgendwie funktioniert das ja alles gar nicht, ne? Die ganze Questreihe, der ganze DLC funktioniert nicht. Der ist komplett verbuggt. Ich bin nichts als Ihr untertänigster Diener, mein Herr. Ja, schön für dich. Wenn du mir sagen könntest, wo Garan Mareti ist, wäre geil. Ich gehe komplett blind, ich habe keine Ahnung, das bringt gar nichts. Ich weiß nicht, wo der Kerl ist. Weil mal wieder die nächste Quest hier ist, dass mir das nicht angezeigt wird. Das ist ein Traum, ist das, ey. Da wird ja was. Nein. Egal, ich mache einfach mit den anderen Teilen hier weiter. Suche der Offenbarung, finde die Schriftrolle der Alten, finde heraus, wo die ist. Das mache ich schon eher. Das ist ganz ehrlich wirklich der verbuggteste DLC, glaube ich. Und der beschissenste. Also ganz ehrlich, also ich habe da jetzt noch nicht so wirklich viele positive Dinge von erfahren. Von diesem DLC bisher. Bisher ist er auch das Geld auf jeden Fall nicht wert. Keineswegs. Und ich weiß nicht, wie teuer der war. Das heißt, er ist in jedem Fall sein Geld nicht wert. So. Halle der Elemente. Wo muss ich jetzt hin? Da scheinbar. Ins Arcanaium. Na gut, Bibliothek ist immer gut. Da wissen die Leute immer Bescheid. Ja. Ja, mit wem muss ich denn? Natürlich mit Mugnor.
keinem geringeren als Mugno. Nee, Urak. Ach, verdammt. Möge euer nächster Kampf siegreich sein, mein Freund. Ich will nicht helfen, ich will mir nicht wieder noch ein Buch suchen. Eine Schriftrolle der Alten suche ich. Und was wollt ihr damit? Wisst ihr denn überhaupt, wonach ihr da fragt? Aber genau darum ging es ja. Natürlich tue ich das. Habt ihr nun eine? Erzählt mir mehr über die Schriftrolle der Alten. Ich wusste es. Alle kommen hierher und erwarten, dass ich ihnen helfe. Und dann stellen sie noch nicht einmal die richtigen Fragen. Schriftrollen der Alten sind Instrumente des enormen Wissens und besitzen ungeheure Macht. Um eine Schriftrolle der Alten zu lesen, braucht man einen hochgradig ausgebildeten Verstand oder riskiert, dem Wahnsinn zu verfallen. Selbst dann nehmen die Göttlichen dem Lesenden als Preis sein Augenlicht. Ein Preis? Wofür? Wer hat die Schriftrolle der Alten geschrieben? Also gut. Ja, ein Preis. Wofür? Die einfachste Antwort wäre wohl Wissen. Wobei einfach ein Wort ist, das nun wirklich nicht zu einer Schriftrolle der Alten passt. Sie ist eine Reflexion aller möglichen Zukünfte und Vergangenheiten. Jeder Lesende sieht die verschiedenen Reflexionen aus einem anderen Blickwinkel und erhält dadurch oft eine ganz eigene Interpretation. Dennoch ist alles davon wahr, selbst die Unwahrheiten, ganz besonders die Unwahrheiten. Also, das ergibt für mich keinen Sinn, aber naja, ich bin halt kein Experte für Schriftrollen der Alten, ne? Wer hat denn die Schriftrollen der Alten geschrieben? Es würde allein schon einen Monat dauern, euch zu erklären, warum schon diese Frage nicht den geringsten Sinn ergibt. Die Schriftrollen existieren hier bei uns, aber auch darüber hinaus und darunter. Vorher und nachher. Sie sind Substanz gewordene Teile der Göttlichen, durch die wir sie erkennen können. Verzeiht, wer von den Schriftrollen spricht, verirrt sich oft in lästigen und nebulösen Metaphern. Manche, die sie hingebungsvoll studieren, verlieren darüber den Verstand. Also gut, habt ihr denn eine, die mir nutzen könnte? Ha. Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Habt ihr wenigstens Informationen über sie? Natürlich. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Nehm ich. Ich war nie eine Söldnerin. Schade. Dienste nie verkauft. Ich immer für mich selbst auf Abenteuerreise. Hier, bitte, kleckert sie nicht voll. Denk nicht mal im Traum daran. Welche denn? Auswirkungen, Gedanken, Auswirkungen der Schriftrollen der Alten. Ach du Scheiße. Nächste Folge. Und bis dahin, tschüss.